Huhu, Leute, ich bin Flaschau, willkommen zu Let's Play League of Legends. Eine weitere Episode und wir gucken uns die Teams an. In unserem Team, ich spiele als Lux. Das war ein Champion, den sich ganz viele gewünscht haben. Darum jetzt hier das Video mit Lux. Danach, weiterhin in unserem Team Lee Sin, Wukong, der Affe, Mordekaiser und Vladimir. Lee Sin wird für uns junglen. Im Gegnerteam haben wir Malzahar, Cho'Gath, Katarina, Nocturne als Jungler und ebenfalls einen Wukong. Und was ich hier direkt sagen muss, ihr seht hier, wenn ihr euch mal die Pings anguckt, die Pings sind gerade wirklich zum absolut Kotzen. Ich laufe hier mit einem 131er Ping rum, was natürlich gerade bei Lux sehr, sehr scheiße ist, denn Lux, ein Champion mit sehr vielen Skillshots, ist also eigentlich abhängig davon, dass die Skills auch wirklich sitzen und man damit anständig zielen kann. Das ist natürlich bei einem Ping von 130 extrem schwer, aber da können wir gerade nichts machen. Alle haben momentan ziemliche Ping-Probleme, keiner hat einen Ping unter 100. Es wird auf jeden Fall dadurch um einige schwerer. Ich würde lieber mit einem niedrigeren Ping spielen, aber ich habe jetzt hier nun mal keine andere Wahl. Ich kann nichts gegen machen, muss also hier mit dem hohen Ping spielen, aber nur hier als Warnung. Wenn ihr euch wundert, warum ich ab und zu mal ein paar Skills daneben haue, das ist halt gar nicht so leicht, mit so einem hohen Ping zu spielen. Aber ich denke mal, ich werde das trotzdem einigermaßen ganz gut hinkriegen. 130 ist immer noch besser als 260 und auf jeden Fall noch einigermaßen spielbar. So, ich habe jetzt auch hier alle fertig geladen, das Spiel geht los. In die Mitte wird wahrscheinlich unser Vladimir gehen, die Solo-Toplane, voraussichtlich der Mordekaiser. Lee Sin wird dschungeln und dann bleiben eigentlich nur noch Wukong und ich für die Bottomlane über. Ich hole mir hier als erstes mit Lux einen Anhänger der Genesung. Ist jetzt vielleicht für einen Caster-Champion, wie es Lux ist, ungewöhnlich, sich als erstes Anhänger der Genesung zu holen, der ja meine eigentlich nur für mehr Lebensregeneration gut ist. Aber mit Lux hole ich mir ziemlich schnell am Anfang immer einen Stein der Weisen, der halt Lebenspunkte-Regeneration, Mana-Regeneration und Gold als zusätzliches Gold gibt. Den hole ich mir immer relativ schnell und damit ich den auch ganz schnell habe, hole ich mir halt auch einen Anhänger der Genesung. Das klappt eigentlich wirklich gut, man kann länger in der Lane bleiben, da man halt die Lebenspunkte, wenn man sich nicht ultra harassen lässt, sondern nur ab und zu mal was ins Gesicht kriegt, heilt man somit den Schaden eigentlich ganz schnell wieder weg und kann lange auf der Lane bleiben. Und halt, man hat schnell den Stein der Weisen, der halt ziemlich schnell viel Gold gibt. Und danach kann man sich dann um den krassen Damage kümmern. Das Bild, was ich momentan benutze, oder den Bild, den ich benutze, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern von einem Typen namens Elements. Die Leute, die schon etwas länger von euch League of Legends spielen und sich vielleicht auch in der Pro-Gaming-Szene ein bisschen besser auskennen, die werden auf jeden Fall schon mal von Elements gehört haben. Ein amerikanischer Pro-Gamer, der für einen Clan namens CLG Counter Logic Gaming spielt. Eine wirklich sehr, sehr große Größe in der League of Legends-Szene. Und der hat hier letztens auf einer Seite diesen Build vorgestellt für die Lux und ich habe mir gedacht, komm, probierst du den Build jetzt einfach mal aus. Normalerweise habe ich Lux immer ein kleines bisschen anders gespielt, aber ich werde jetzt einfach mal den Build von Elements probieren. Ich denke mal, der wird ganz gut sein, aber wir werden das hier sehen während des Spiels, ob das wirklich klappt. So, ich versuche natürlich wieder Last zu hitten, habe da aus Versehen direkt den Cho'Gath angeklickt, wollte eigentlich auf das Minion klicken, habe aber Cho'Gath getroffen, wegen den Lex. Schade, aber egal. Unser Wukong macht da direkt Go auf den gegnerischen Wukong. Allerdings nichts wirklich, was jetzt hier spielentscheidend ist. Einfach, wenn die Leute testen sich hier so ein bisschen aus, was kann man sich erlauben und was nicht, wie reagieren die Gegner, muss man natürlich immer ein bisschen testen, denn in jedem League of Legends Spiel spielt man natürlich gegen andere Spieler und jeder Spieler reagiert anders, darum am Anfang immer so ein bisschen so eine Austestphase, was kann man sich erlauben, wie reagiert der Gegner auf bestimmte Aktionen, auf bestimmte Aktionen von einem selber. Aber ich denke mal, die Gegner haben hier momentan nichts groß, was uns jetzt wirklich schaden kann. Und Cho'Gath als Tank macht sowieso nicht so viel Schaden. Und Wukong kann ich ja sowieso nicht leiden. Das habt ihr wahrscheinlich schon in den anderen Videos von mir mitgekriegt. Dass ich den jetzt nicht so ultra toll finde. Und darum denke ich, wird es uns hier unten eigentlich ganz gut gehen. Wir müssen nur auf den gegnerischen Jungler aufpassen, der
Nocturne ist, genau, Nocturne, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen, damit der uns hier nicht gankt, weil wir sind jetzt ziemlich nah an der gegnerischen Basis, das heißt, der kann jetzt jederzeit hier aus diesem Gebüsch rauskommen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ihr seht schon, Minion-Kill-technisch bin ich gerade nicht ganz so gut dabei, ich habe nur 5, was wirklich wenig ist, und der Wukong hat zum Beispiel mehr, der hat 8, der gegnerische. Das liegt halt daran, dass Lux relativ langsam Auto-Attackt und dann auch noch bei so einem hohen Ping, mit dem wir momentan spielen müssen. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe den Blast-Hit wieder nicht gekriegt. Hier ist es halt natürlich immer schwer, richtig anständig zu farmen. Zum Glück wird Lux früher oder später so stark, dass sie mit ihren Skills die Minions hier ziemlich leicht auslöschen kann. Darum mache ich mir dann momentan noch keine Sorgen. Wie ihr seht, obwohl ich die ganze Zeit angeharrassed werde, ich kriege andauernd Silence vom Cho'Gath ab, werde hochgeschmissen und trotzdem bin ich immer noch fast voll. Das liegt halt an der Anhänger der Genesung, wodurch ich die ganze Zeit wieder meine Lebenspunkte regeneriere und so nicht wirklich Gefahr laufe, hier groß drauf zu gehen. Der Cho'Gath von denen fast tot, Wukong, ja, knapp über der Hälfte. Uns beiden geht es hier auf jeden Fall besser. Wladimir hat da in der Mitte den gegnerischen Malzahar getötet. Nocturne ist allerdings auch noch da. Sehe ich gerade auf der Minikarte. Wladimir kommt da allerdings noch weg. Unser Lee Sin ist im Dschungel an den Minions verreckt. Lacht da ein bisschen drüber unten im Chat. Ich werde wieder hochgeschmissen von Cho'Gath. Allerdings macht mir das nicht wirklich was aus. Und ich versuche einfach hier möglichst, trotz hohem Tank, möglichst gut zu farmen. Auch wenn es, muss ich zugeben, gerade nicht wirklich gut klappt und ich farmtechnisch hier gerade ein bisschen absacke. So, jetzt wieder ein bisschen Schaden machen hier an den Gegnern. Da hat er sich gerade wegteleportiert oder unsichtbar gemacht, der blöde Affe. Aber egal. Und ihr seht, ich bin schon wieder über der Hälfte meiner Lebenspunkte. Klappt also alles momentan noch ganz gut, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel Mana habe. Cho'Gath allerdings auch schon wieder mittlerweile über der Hälfte. Hat also auch eine ganz gute Regeneration. Hat hier einen Dorans Ring, hat also 100 Lebenspunkte mehr durch das Item. Außerdem schon 17 Fähigkeitsstärke. Macht also eigentlich ganz gut Schaden. Macht hier extra immer seinen Silence auf mich, weil das halt relativ viel Schaden an mir macht. Und ich dadurch keine Skills benutzen kann. Hab jetzt hier auch mein Lightbinding leider daneben gehauen, weil da beide Gegner ausgewichen sind. Aber nicht so schlimm. Stört mich nicht, ich bin jetzt hier auch ausgewichen. Vor den Skills kommt sogar kriegt er wieder ein Silence ab, weil ich nicht aufgepasst habe. Scheiß Lags, gehen mir voll auf den Sack. Wukong macht dann Go auf den Cho'Gath, oder? Nee, doch nicht. Schade, ich dachte, der geht da jetzt weiter rauf, dann hätten wir ihn auf jeden Fall holen können. Er hat allerdings nicht mehr viel, vielleicht wenn ich jetzt mein Lightbinding noch ins Ziel kriege. Der Wukong versucht sich da weg zu teleportieren, warum auch immer, keine Ahnung, ich habe mein Lightbinding daneben geschossen leider. Cho'Gath ist da hinter mir her, ist allerdings exhausted, hat sich hier wegteleportiert. Wir versuchen hinterher zu kommen. Ich teleportiere mich noch hinterher, mach meinen Ignite drauf und krieg ihn damit sogar noch gekillt. Hab zwar jetzt keine Skills benutzt, hat auch nicht mehr so viel Mana, halt so viel hätte ich eh nicht mehr machen können. Allerdings mit meinem Flash und meinem Entzünden konnte ich dann ihn dann noch killen. Sehr gut. Hat gut geklappt. Trotz Lags. Warum der Cho'Gath da hier im Gebüsch stehen geblieben ist und sich nicht weiter zurückgezogen hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er mich irgendwie ansicken wollte, keine Ahnung, was das sollte. Allerdings ist er daran halt verreckt. Aber selber schuld. Da ist der Affe wieder da. Ich habe mein Lightbinding zur Abwechslung mal wieder daneben geschossen. Super. Darauf, das wirklich halt das Blöde hier. Ich habe es gesagt. Lux ist abhängig von ihren Skillshots, dass diese Skills sitzen, um wirklich viel Schaden machen zu können. Allerdings bei dem Ping halt wirklich sehr schwer, das zu treffen. Aber das wird sich im Laufe des Spiels noch ändern. Und dann wird man noch ein paar richtig gute Lightbindings sehen. So, jetzt auf jeden Fall hier den Stein der Weisen gekauft. Das heißt, das Gold kommt jetzt schon mal, trotz schlechten Farm, kommt das Gold jetzt schon mal rein. Und Schuhe, um schneller laufen zu können. Ich habe gerade mal ein bisschen weiter rausgezoomt. Ich habe gemerkt, ich kann ja hier im Replay noch weiter rauszoomen, um den Bildschirm noch ein bisschen zu vergrößern. Das mache ich jetzt auch, damit man ein bisschen mehr sieht. Und dann geht es zurück auf die Lane. Zu Cho'Gath. Der mittlerweile wieder da ist. Und der Affe ist auch da, attackiert mich hier, macht also nicht wirklich viel Schaden. Ich habe ihn jetzt im Turm gelightbindet. Was auch irgendwie ein bisschen komisch ist, das muss auf jeden Fall noch geändert werden.
gut, zu der Zeit, wo ich dieses Video hochladen werde, ist das vielleicht sogar schon geändert, aber momentan ist es so, wenn ich den Affen live binde, also fange, und er macht sich unsichtbar, dann kann ich ihn nicht mehr sehen. Und normalerweise ist es so, dass Gegner, die geroutet sind von Lightbinding, keine Skills zum Fliehen mehr machen können. Also zum Beispiel Ezreal kann, wenn er Lightbinding von mir abkriegt, kann er seinen Teleport nicht mehr einsetzen. Und auch Kassadin kann sich dann nicht mehr teleportieren. Allerdings der Affe kann sich komischerweise immer noch unsichtbar machen dann. Das ist nicht beachtet hier worden. Da hat der Cho'Gath voll mein Ulti kassiert, mein finales Funkeln. Denn ich bin mittlerweile Level 6. Hat da voll den Laser abgekriegt. Der gegnerische Affe ist jetzt hier auch, versucht dagegen unseren Affen zu kämpfen. Oh, jetzt hat er sich gerade unsichtbar gemacht und ist noch weggekommen. Schade eigentlich. Aber egal, wir haben Cho'Gath auf jeden Fall ein weiteres Mal getötet. Somit habe ich zwei Fracks gekriegt. Er hatte dann nicht mehr viel, das habe ich gesehen, und habe dann in seine Laufrichtung mein Laser, mein finales Funkeln reingeballert. Wirklich einer der spaßigsten Ultis im ganzen Spiel, muss ich wirklich sagen. Dieser Ulti macht mir am meisten Spaß von allen. Denn erstmal ist die Reichweite von Finales Funkeln richtig krass. Ich könnte bestimmt hier, wo ich jetzt bin, könnte ich bestimmt hier den Golem oder sogar die Wölfe killen, weil die Reichweite so lang ist. Der Skill kommt relativ schnell raus und macht auch ziemlich viel Schaden. Also wirklich mega geiler Skill, den Lux da hat. Da sehe ich, dass der Nocturne kommt. Darum jetzt auch wirklich schnell hier weg. Hab allerdings zu spät gesehen, der Nocturne ist da hinter mir her. Ich versuche dann noch, alle meine Skills raushauen. Das wird mir allerdings nicht mehr gelingen. Da haben wir leider nicht aufgepasst, dass der Nocturne da ist. Und die anderen sind auch gleichzeitig gekommen. Unser Affe wird jetzt wahrscheinlich auch noch sterben, ja. Schade. Da konnten wir jetzt leider nichts machen. Da hatten wir mit einer Übermacht zu kämpfen. Und wir haben zu spät reagiert, dass der Nocturne hier kommt. Obwohl wir durch den Ward hier gesehen haben, dass er kommt. Naja, egal. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall zwei Dorans Ringe geholt. Geben mir halt mehr Fähigkeitsstärke und Leben. Das ist natürlich immer das Problem mit Castern, dass die wirklich sehr squishy sind, also nicht viele Lebenspunkte haben und relativ schnell kaputt gehen. Das ist natürlich ein Problem, und da helfen die Dorans Ringe natürlich ein kleines bisschen, weil jeder 100 Leben gibt und ich dadurch jetzt 200 mehr Leben habe und somit jetzt besser auf der Lane kämpfen kann. So, ich hab's doch im Chat geschrieben, man, this ping sucks so hard, weil es halt wirklich anstrengend ist, mit so einem Ping zu spielen. Ihr werdet das früher oder später wahrscheinlich auch noch merken oder mal mit so einem Ping spielen müssen. Aber ich denke, wir schlagen uns ganz gut. Wir führen 7-4. Die Gegner haben natürlich die gleichen Probleme mit dem Ping. Darum will ich das jetzt hier auch gar nicht als als Ausrede nehmen, dass ich gerade ein bisschen gesackt habe und meine Skillshots daneben hauen. Denn die Gegner haben natürlich die gleichen Probleme mit dem Ping. So, da kommt auf jeden Fall mein Lightbinding und mein Laser voll in den Cho'Gath. Ich dachte, der läuft da noch ein kleines bisschen weiter und habe deswegen ein bisschen vor ihn gezielt. Allerdings hat der Laser ihn trotzdem noch getroffen und gekillt. Somit 3-1 für mich. Und Cho'Gath ein drittes Mal tot. Wunderbar. Und eine kleine witzige Randinformation. Dieses Ulti heißt das Finales Funkeln. Und auf Englisch, wenn man das Spiel auf Englisch spielt, heißt das Skill auch Finales Funkeln. Also, selbst in der englischen Version hat der Skill hier den deutschen Namen Finales Funkeln. Finde ich ganz cool eigentlich. So, momentan keine Gegner hier auf der Bottom nehmen, darum können wir ein bisschen pushen. Wukong kommt jetzt hier nach unten, um uns abzuwehren. Aber egal, wir konnten den Tower ein kleines bisschen ansicken. Und ein bisschen Schaden machen. Wukong kriegt jetzt hier wieder ein bisschen Schaden von mir ab, hat sich da direkt unsichtbar gemacht. Ich muss sagen, der Wukong, der Gegner, ist hier wirklich ein ziemlicher Feigling. Sobald er auch nur irgendwie ein kleines bisschen Schaden kriegt, macht er sich direkt unsichtbar und haut ab. Da kommt der Nocturne wieder, kriegt allerdings überhaupt gar keine Hilfe von seinen beiden Kollegen Cho'Gath und Wukong. Und kämpft hier gerade alleine gegen uns, doch und kassiert er jetzt hier auch ziemlich viel Schaden von mir. Malzahar kommt aus der Mitte auch noch hier nach unten. Wir sind jetzt hier gegen 4 Gegner, nur zu zweit. Müssen jetzt natürlich etwas abwehren. Darum haue ich jetzt auch meinen Ulti raus, einfach um möglichst schnell diese Minion Wave hier zu killen. Denn die Gegner können natürlich nur den Tower angreifen, solange die Minion Wave da ist. Und mein Laser hat jetzt hier die Minion Wave ganz schnell kaputt gemacht, sodass sich die Gegner nicht zu unserem Tower hintrauen konnten und wir Zeit gewonnen haben, bis hier unsere Kollegen Wukong und Mordekaiser und Lee Sin gekommen sind. Ja, und ich habe natürlich mit meinem Laser auch noch versucht, möglichst viele Gegner zu treffen, einfach um den Angst zu machen. Natürlich hat nie die Chance bestanden, dass ich damit jetzt irgendwen töte, aber das hat natürlich auch immer alles so ein bisschen psychologische Gründe.
Und wenn man halt viel Schaden auf einmal kriegt, dann klickt man eigentlich automatisch weg und tritt die Flucht an. Darum ist das eigentlich immer eine ganz gute Idee. Und da lohnt es sich auch mal Lux, ihr Ulti rauszuhauen, einfach nur um Minion zu töten oder um den Gegnern Angst zu machen, wenn man dafür seinen Turm verteidigen kann. Und der Laser hat wirklich eine sehr geringe Abklingzeit von nur 72 Sekunden, was wirklich sehr gering ist. Das heißt, es dauert eh nicht lange, bis ich den wieder benutzen kann. Ich schaff's da wieder, den Gegner ein kleines bisschen Schaden zu machen. Hau ab und zu mal ein paar Auto-Attacks auf den gegnerischen Tower drauf. Und wir ziehen uns da wieder ein kleines bisschen zurück. So, Maltahar wieder mal getroffen. Ein Laser kommt raus. Außerdem der Ulti von Mordekaiser auch noch. Und das war's dann. Da hat sich der, da habt ihr jetzt mal gesehen, ein wirklich, ein gutes Light-Binding von mir. Konnte Maltahar da erwischen mit dem Light-Binding. Und dann kamen zwei Ultis von uns raus und das war's dann auch schon von dem Maltahar. So schnell konnte er gar nicht gucken. Der gegnerische Affe wird jetzt hier wahrscheinlich auch drauf gehen, ja, war auch irgendwie klar. Die Katharina hat sich nicht getraut, hier zu uns zu kommen. Und wir haben mal wieder drei Leute von denen ausgelöscht, ohne dass wir gestorben sind. Also ich habe jetzt auch genug Geld, um mir hier einen Magi's Seelenstehler zu holen. Ein Item, was ihr bei mir wirklich sehr, 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 sehr selten sehen werdet, Magi's Seelenstehler. Ein Item, was einem entweder zu ultimativem Ruhm verhelfen kann und den Gegner so ficken wird, dass sie denken, der Champion ist total OP, overpowered und sie nie wieder gegen diesen Champion spielen wollen. Oder was einen in den Ruin treiben wird, dieses Item, und man denkt, scheiße, warum habe ich dafür Geld ausgegeben? Denn, für alle, die es nicht wissen, dieses Item wird stärker, je mehr Kills man hat. Für jeden Kill kriegt man hier zwei Aufladungen und für jeden Assist kriegt man eine Aufladung. Und wenn man stirbt, kriegt man wieder ein Drittel abgezogen. Das ist halt das Problem, also ein wirklich sehr, sehr riskantes Item. Hier ist gerade der dicke Pfeilschuss, ich krieg das Ulti von Maltahar ab, sterbt dann dabei auch dran, weil wir unbedingt hinter diesem Nocturne her wollten und es leider nicht geschafft haben, ihn zu töten. Nocturne kommt gerade so weg, genauso wie hier dieser Maltahar mit nur 10 Lebenspunkten kommt er gerade so weg. So eine Kacke, jetzt haben sich wirklich zwei Gegner sowas von weggelackt und sind gerade noch so weggekommen. Genauso hier wie dieser, wie der Affe hier, kommt auch mit nur 45 Lebenspunkten weg, also jetzt drei Gegner sind gerade so weggekommen, alle mit nur 1 bis 50 Lebenspunkten. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und wir sind dabei draufgegangen. Aber egal, noch ist nichts verloren. Wir führen immer noch 12:9. Und was ich eigentlich sagen wollte, genau, dieser Magi's Seelenstehler. Der gibt halt, je mehr Aufladungen man hat, desto mehr Fähigkeitsstärke gibt er. Pro Aufladung gibt er 8 Fähigkeitsstärke. Das war früher mal mehr. Früher waren es 10. Mittlerweile nur noch 8. Und er kann sich bis zu 20 mal aufladen. Das heißt, bei 20 Aufladungen hat man mal eben so 160 zusätzliche Fähigkeitsstärke. Und es gibt kein Item, was sonst 160 Fähigkeitsstärke hat. Also auf jeden Fall das Item, was die meisten Fähigkeitsstärke geben kann. Allerdings muss man das auch erstmal auf 20 Aufladungen schaffen. Wie gesagt, pro Kill kriegt man 2 Aufladungen. Pro Assist eine Aufladung. Und wenn man stirbt, kriegt man ein Drittel wieder abgezogen. Das heißt, wenn man 20 Aufladungen hat und man stirbt einmal, ist man wieder direkt nur bei 14. Also man kann damit, wie gesagt, entweder ultra stark werden und ohne Ende rocken, oder man hat 1200 Gold ausgegeben und hat absolut nichts gebracht. Auf jeden Fall habe ich da wieder das Ulti von Maltahar abgekriegt. Er konnte allerdings da nicht groß was machen und mich töten. Ich habe mein Ulti reingehauen, habe damit wieder einen Gegner fast kaputt gemacht, der ist dann auch gestorben. Ich habe dadurch einen Assist gekriegt, ihr seht jetzt hier unten auch Seelenwertigung mal 1. Ich habe also eine Aufladung für meinen Seelenstehler und somit einmal zusätzlich 8 Fähigkeitsstärke. So, und genau weil dieses Item halt so risikoreich ist, entweder, wie gesagt, man muss, wenn man dieses Item kauft, muss man sich sicher sein, dass man nicht mehr stirbt, weil sonst sind da 1200 Gold in den Sand gesetzt. Ich habe jetzt hier die Katharina getötet, habe 2 Aufladungen gekriegt, ihr seht jetzt insgesamt 3. Also schon 24 Fähigkeitsstärke umsonst dazu gekriegt. Wunderbar. Und Lux ist halt wirklich einer der wenigen Champions, wo ich denke, dass es sich auch mal lohnt, dieses Item zu kaufen. Gerade im Anfängerbereich, wenn man selber wirklich sehr gut ist und man spielt noch im Anfängerbereich, am Anfang kann man die Gegner absolut in den Ruin treiben, absolut deprimieren, wenn man weiß, man stirbt wirklich wenig und man holt sich dieses Item und man wird unglaublich stark.
Kann man damit richtig rocken. Allerdings auch im höheren Elo-Bereich kann man nie davon ausgehen, dass man wirklich lange lebt und muss eigentlich damit rechnen, dass man früher oder später auch mal stirbt. Darum wird es gerade im höheren Bereich und vor allem im Pro-Gaming-Bereich eigentlich nie gekauft. Ihr werdet kaum ein wirklich Pro-Gaming-Match sehen oder sogar eine Weltmeisterschaft, wo jemand mit so einem Auflade-Item rumläuft. Es gibt insgesamt 3 Auflade-Items. Magi Soul Stealer ist ja einer von. Und im Pro-Gaming-Bereich wird das kaum gekauft, fast nie. Und es gibt nicht wirklich viele Champions, wo es sich lohnt. Aber hier Lux auf jeden Fall ein Champion. Man muss halt nur irgendwo ganz weit außen stehen mit seinem Ulti, finales Funkeln, den Laser reinhauen, einfach 2-3 Leute damit treffen und wenn die sterben, kriegt man eine Aufladung. Also mit Lux lohnt sich es auf jeden Fall mal, das zu holen. Darum jetzt hier auch mal die Ausnahme. Ich wollte euch mal ein Video zeigen mit einem Champion, wo man sich das Item auch mal kaufen kann. So, oben ist gerade derbe Fights. Ich bin gerade leider unten auf der Lane, aber ich lasse mein Team jetzt erstmal da kämpfen und wäre hier in der Mitte einfach nur den Wukong ab. Versuche ihn da noch zu stoppen, denn er will sich hochteleportieren. Hat er jetzt hier auch gemacht. Ich habe gedacht, mit meinem Lightbinding könnte ich ihn da vielleicht aufhalten. Konnte ich leider nicht mehr. Habe auch nicht getroffen, aber ich glaube, mit Lightbinding kann man das auch gar nicht unterbrechen, das Teleportieren. Denn es ist ja kein Stun, sondern nur ein Root. Aber egal, ein Versuch war es wert. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall auch nach oben. Hier sehe ich den Cho'Gath, der rennt hier lang. Darum kommt jetzt auch mein Laser. Zack, da ist der Cho'Gath kaputt gegangen. Habt ihr das gesehen? Ich wusste, der Cho'Gath ist hier irgendwo in den Fog of War gelaufen. Ich habe versucht, mit meinem Laser ihn irgendwie in den Lauf zu schießen. Habe sogar auch geschafft und Cho'Gath ist dabei rausgegangen. Das gab natürlich wieder sehr schön für mich. 2 Aufladungen für meinen Seelenstähler. Habe da versucht, noch den Malzahar zu looten. Habe leider nur die Katarina getroffen. Aber egal. Habe jetzt auch vom Cho'Gath hier beide Auren abgestaubt. Das ist halt wirklich richtig geil. Das macht auch mit am meisten Spaß bei der Lux, da halt ihr Ulti so eine abartig große Reichweite hat. Man kann fast über die Hälfte der Map schießen. Dann kann man Kills noch aus weiter Entfernung holen. Es macht halt einfach so viel Schaden, dieser Skill. Und man kann auch, wenn die Gegner eigentlich schon weg sind, kann man den dann noch, wenn man weiß, der steht irgendwo, teleportiert sich irgendwie weg oder läuft gerade weg, kann man ihn halt noch, wie ich gerade, mit Cho'Gath, dann auch noch bei der Flucht, wo er eigentlich schon sicher ist, dann auch noch killen. Ich habe jetzt hier auch geschafft, den Nocturne zu holen. Da ist leider der Cho'Gath hinter mir her. Ich werde da aber hochgeworfen, versucht dann noch wegzukommen. Er ist allerdings viel zu schnell und da werde ich dann wahrscheinlich gleich aufgegessen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe gehofft, dass der Vladimir dann noch genug Schaden macht und zusammen mit meinem Laser den töten können. Ich wurde allerdings gerade noch aufgegessen, habe dadurch auch wieder ein paar Stacks auf meinem Seelenstähler verloren. Ich meine, die Sinn sagt er auch, du hättest da einfach wegrennen können. Ich wollte allerdings noch Schaden machen und ihn unbedingt töten. Da war ich ein bisschen zu gierig und wollte ihn töten, aber naja, aus solchen Fehlern lernt man. Sowas darf man halt dann nicht machen. Ich habe auch dann ein paar Aufladungen verloren. Allerdings ist dann ja im Nachhinein noch der Cho'Gath gestorben, was dann für mich als Assist galt und ich wieder eine Aufladung dazugekriegt hat. Ich hatte gerade 7, jetzt habe ich 6, ist also noch alles in Ordnung. Bin mit 6:3 dabei, also auch eigentlich ganz okay. Und gehe jetzt in die Mitte, denn dann geht die Party ab. So, da kommt jetzt auch... Ja, nee, ich bin noch nicht im Reichweite, da kommt mein Laser, habe den leider daneben gesetzt. Da ich möglichst viele Gegner treffen wollte, habe also genau zwischen die geschossen, leider nicht getroffen. Aber egal, unser Mordekaiser hat da noch den Affen geholt. Nocturne ist da hinter mir her, dreht jetzt allerdings ab. Und ich konnte jetzt leider gerade nicht viel machen. Ich kill jetzt hier aber die Minions. Und dann gleich hier den Kumpel. Der Mordekaiser lässt den Affengeist hier den Tower angreifen und ein bisschen tanken, sodass wir ein paar kostenlose Hits auf den Tower draufbringen können. Haben den jetzt auch getötet. Für Tower Kills gibt es leider keine Aufladungen für den Seelenstähler. Das hätte ich jetzt wirklich gekriegt. Aber egal. Wir stehen jetzt vor dem nächsten Tower. Können jetzt allerdings nicht weitermachen, denn Katarina und Malzahar sind da. Die kriegt auf jeden Fall direkt alle meine Skills ins Gesicht. Ist auch wieder fast draufgegangen, hat selber nicht so viel Schaden austeilen können. Mordekaiser legt sich damit ziemlich vielen an. Ich hau meinen Laser leider voll daneben, weil ich dachte, der Malzahar rennt dann noch ein bisschen weiter nach rechts. Hat er leider nicht gemacht. Aber egal, wie gesagt, ziemlich kurzer Cooldown auf dem Ulti, mittlerweile nur noch 54 Sekunden. Von daher kann man auch ruhig einfach mal wild mit dem Laser rumschießen, um da einfach ein bisschen Schaden zu machen und in der Hoffnung, dass man dann Aufladungen für seinen Seelenstähler kriegt.
Und da Lee Sin bietet mir jetzt hier den blauen Buff an, nehme ich natürlich gerne. Hab den jetzt auch. Blauer Buff gibt halt Mana-Regeneration. Das ist auch eines der größten Probleme, die Lux hat. Darum hier auch auf jeden Fall hier am Anfang die beiden Dorans Ringe geholt, denn die geben ja jeweils Mana-Regeneration. Lux haut in unglaublicher Schnelle ihr ganzes Mana raus, mit der muss man wirklich extrem haushalten. Darum spielen auch viele Lux hier, anstatt mit Entzünden, mit Clarity, also mit Klarheit, was das Mana auffüllt. Ich habe mir allerdings mittlerweile eine so defensive Spielweise angewöhnt, dass ich das nicht brauche und auch so eigentlich ganz gut mit meinem Mana auskomme. Aber halt, Lux ein Champion, mit dem man wirklich große Mana-Probleme kriegen kann. Darum blauer Buff auf jeden Fall sehr gut. Und halt auch noch Cooldown Reduction, also Abklingzeitreduzierung, sodass jetzt an mein finales Funkel nur noch 41 Sekunden Abklingzeit hat. So. In der Mitte sind wieder ein paar Gegner. Ich bleibe aber erstmal oben hier die Wave abwehren. Bisschen Geld kassieren. Jetzt noch hier die paar Gegner killen und dann hier nach unten gehen, denn das ganze Gegnerteam ist hier beim Drachen. Unser Team ist auch da, darum mache ich mich jetzt natürlich auch auf den Weg nach hier, denn hier geht jetzt gleich der dicke Fall los. Nocturne ist da hinter unserem Vladimir her. Nocturne hat sich hier über die Wand geflasht leider, sonst hätten wir ihn jetzt gekillt. Aber egal. Ein Ulti kommt daraus, versucht noch möglichst viele zu treffen. Hab hier auch zwei Leute noch getroffen. Das heißt, wenn die jetzt sterben, auf jeden Fall zwei Assists sicher. Hab wenigstens noch einen Assist gekriegt. Ja. Eigentlich ganz gut. Haben die Gegner zurückgedrängt. Hätte besser laufen können, aber egal. Ein Kill ist ein Kill. Besser als null Kills. Von daher. Top. So. Ich greife jetzt hier ein bisschen den Tower an, um den möglichst schnell zu pushen. Nocturne kommt da wieder, noch nicht ganz aufgeladen. Ist hinter unserem Wukong her. Wir ziehen uns ein kleines bisschen zurück. Unser Team ist aber auch hier in der Nähe, um uns zu helfen. Da kommen jetzt auch Katarina und Wukong. Nocturne. Die macht jetzt auch hier ihren Ulti an. Ich hau direkt meinen Ulti volle Kanne rein. Hab da drei Leute getroffen. Hab sogar die Katarina damit gekillt. Die sind jetzt hier hinter dem Cho'Gath her. Wukong hier hinter dem Nocturne und dem anderen Wukong her ist da leider gestorben. Und wir müssen uns zurückziehen, denn unser Vladimir ist gerade auch nicht da. Der läuft auf der Bottomlane rum. Und okay, so, und ich ziehe uns jetzt hier zurück, um nicht noch irgendwie von den Gegnern irgendwas ins Gesicht zu kriegen. Ich habe auf jeden Fall wieder zwei Aufladungen für den Seelenstähler gekriegt. Habe jetzt auch mittlerweile genug Geld, um mir meinen Todeshut fertig zu kaufen. Ich hatte mir gerade einen unnötig großen Stab für 1600 gekauft. Braucht jetzt noch 2000. Habe jetzt auch den Todeshut. Und ihr seht, 396 Fähigkeitsstärke. Und das nur eigentlich durch den Todeshut und die Aufladungen vom Seelenstähler. Ja gut, und die beiden Dorans Ringe halt noch. Also nur eigentlich mit diesen beiden großen Items, Seelenstähler und Rabadons Todeshaube, kann man schon richtig, richtig viele Fähigkeitsstärke hier mit Lux sammeln. Also richtig geil. Wenn ihr wisst, ihr sterbt zu oft, oder wenn ihr jetzt im Laufe des Spiels zu oft sterbt, lohnt es sich auch, den Seelenstähler wieder zu verkaufen, denn wenn man keine Aufladung mit dem kriegt, bringt er halt nichts. Und bevor man dann irgendwie versucht, da irgendwas zu erzwingen, was einfach nicht funktioniert, dann lieber den Seelenstähler für 864, so kriegt ihr wenigstens ein bisschen Geld zurück, wieder verkaufen und dann Items kaufen, die halt fest Fähigkeitsstärke bringen und nicht sowas hier wie den Seelenstähler. Also, wenn ihr merkt, es klappt nicht, verkauft ihn auf jeden Fall. Versucht nichts zu erzwingen, ist notwendig, dann auch wieder was zu verkaufen, auch wenn man es dann letztendlich umsonst gekauft hat. Aber egal, auf jeden Fall besser als den Seelenstähler zu behalten und dann damit nichts zu reißen. Ich wurde auch schon oft des Besseren belehrt, wo ich dachte, komm, ich hol mir so ein Auflade-Item und es hat dann überhaupt nicht geklappt, wo ich dann auch einsehen musste, nee, ich muss das Item wieder verkaufen. Da kriege ich wenigstens, so habe ich wenigstens nur 400 Goldmiese gemacht und hole mir dann lieber andere dicke Items. Aber das muss man dann auch mal selber einsehen. So. Und das machen halt viele Spieler nicht. Viele Spieler bleiben dann bei ihren Auflade-Items und sagen, nein, nein, ich hole die Aufladungen noch rein. Ich verkaufe das nicht, ich behalte das. Weil halt viele Spieler einfach viel zu stolz sind und das dann nicht machen wollen. Aber egal. Früher oder später werden die auch merken, dass sie sich da getäuscht haben. Jetzt kommt mein Laser rein, hat wieder möglichst viele Gegner getroffen, die jetzt Schiss haben. Meine Items, meine Skills kommen dann rausgehauen.
Es gab wieder einen Assist. Vladimir hat da die Katharina gekillt, die konnte halt nicht wirklich viel machen. Vladimir weiterhin hinter dem Altaha her, wird ihn auch noch töten, sehr gut. Wir haben wieder ein paar Gegner aufgehalten. Da ist der Nocturne, der hinter unserem Affen her war, muss ich jetzt allerdings zurückziehen. Und kriegt mein Lightbinding ab und ist hier direkt tot. Das gab wieder zwei Aufladungen für mich. Und einen weiteren Kill. So, ich warte jetzt, hab gerade gesehen, dass sich der Wukong dahin teleportiert hat. Darum hatte ich meine schillernde Singularität da hingehauen, in der Hoffnung, dass wenn der rauskommt, ich ihm direkt Schaden machen kann. Er ist allerdings außerhalb dieser Singularität gespawnt, was schade war. Aber egal. Okay, der Wukong kämpft jetzt hier gerade gegen zwei. Ich versuche ihn da zu treffen. Er hat sich allerdings genau im scheiß Moment weggebeamt. Schaffe ihn aber trotzdem noch Schaden zu machen, um einen weiteren Assist zu kriegen und eine weitere Aufladung. Ihr seht, ich bin mittlerweile bei 14. Also 14 mal 8 physische Fähigkeitsstärke. Und ihr seht, gerade war ich bei 390. Und obwohl ich jetzt mir keine neuen Items geholt habe, bin ich mittlerweile bei 454 Fähigkeitsstärke. Und das ist richtig viel für einen Caster. Gut, man kann letztendlich Caster auch zum Beispiel Kartus auf bis zu 1000 Fähigkeitsstärke spielen. Aber gerade in High-Elo-Spielen, im hohen Skill-Bereich, kommt halt keiner so weit. Und da sind 454 Fähigkeitsstärke schon richtig, richtig gut. Davon träumen viele Caster und viele Spieler, das mal zu erreichen. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall meinen Philosopher's Stone verkauft, mir dafür einen Zauberstab geholt, denn ich möchte jetzt weitermachen mit einem Voidstab. Ich weiß gerade nicht, wie er auf Englisch heißt. Ich gucke gerade, auf Deutsch heißt Lernstab, genau. Lernstab heißt er. Auch hauptsächlich für Fähigkeitsstärke und Magiedurchdringung, denn der Lernstab durchdringt 40% der gegnerischen Magieresistenz. So. Ich kann gerade leider nichts sehen wegen Nocturnes Ulti. Allerdings hat er nicht wirklich viel gemacht. Mein Team lebt eigentlich noch ganz gut, darum gehe ich jetzt auch hier in die Nähe, denn hier könnte gleich der nächste Teamfight losgehen. Denn die Gegner sind hier im Wald. Ich renne hier außen rum. Ich habe mittlerweile 506 Fähigkeitsstärke. Attackiere hier aus sicherer Entfernung den Drachen. Denn falls jetzt die Gegner kommen, wissen sie nicht, dass ich hier bin und ich kann hier aus sicherer Entfernung hier noch irgendwas reinhauen. Da ist auf jeden Fall der Malzahar, der hier gerade geslowt wird. Kriegt da auch mein Lightbinding ab, stirbt auch dran. Da kommt die Katharina angerannt. Dann ist hinter mir her. Ich habe meinen Laser, glaube ich, noch getroffen. Allerdings bleibt die Katharina da einfach stehen. Sie hat wahrscheinlich eingesehen, dass sie sterben wird. Hat einfach nichts mehr gemacht. Ich konnte auch noch gerade so entkommen. Mittlerweile mit 17 Stacks und wieder fast 100 Fähigkeitsstärke mehr, 579. Ihr seht, das Item bringt wirklich richtig gut. So, ich muss aber links wirklich aufpassen. Wenn jetzt der Jogat kommt, kann er mich wahrscheinlich aufessen. Das heißt, ich muss aufpassen, dass er sich hier nicht irgendwie über die Wand flasht und mich dann frisst. Aber er kann mich, glaube ich, gerade eben sehen. Und darum müssen wir uns jetzt hier ein kleines bisschen zurückziehen. Da kommt der Nocturne. Hat leider mein Lifeline abgewehrt. Und da geben die Gegner dann aber auch schon auf. Da sollte gerade mal der Kampf losgehen. Denn Wukong ist auf mich draufgesprungen. Die Gegner haben allerdings jetzt aufgegeben. Ja, war auch irgendwie klar. Da hätten sie nicht mehr viel machen können. Die waren einfach killtechnisch sehr weit über denen. Ich hatte mittlerweile 17 Stacks auf dem Soul Stealer, also richtig viel. Der Schaden, den ich jetzt rausgekloppt habe, war einfach so stark. Da konnte kein Gegner zum jetzigen Zeitpunkt irgendwas gegenhalten. Das heißt, ein Laser von mir da rein und die Gegner wären schon fast tot gewesen. Also da mussten sie jetzt aufgeben. Ja, das war mein Spiel mit Lux. Das hatten sich ja wirklich viele, viele gewünscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euren Wunsch erfüllen, dass ihr mal ein Video mit Lux seht. Ja, der Item-Build von Elements, den ich hier ausprobiert habe, hat wirklich extrem gut geklappt, muss ich sagen. So würde ich Lux auf jeden Fall weiterspielen. Kann ich auch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Sie hat eins der spaßigsten Ultis im ganzen Spiel, dieses finale Funkeln, dieser Laser. Kommt da einfach rausgekloppt wie Sau. Eigentlich wollte ich hier noch gerade weil das Ulti irgendein Laser ist, wollte ich hier noch irgendeinen Schub-da-Wup-Witz machen, aber darauf verzichte ich jetzt einfach mal und wir sehen uns dann demnächst wieder mit Let's Play League of Legends. Ciao, Leute.